Die wohl auffälligste Neuheit auf dem MWC gibt es am Alcatel-Stand zu bewundern. Das ist quasi die mobile Lightshow in Form eines Smartphones. Das ist das Alcatel A5 LED. Und die Besonderheit sieht man hier wunderbar. Auf der Rückseite sind mehrere LEDs eingebaut, die über ein vorinstalliertes Tool programmiert werden können. Man kann also die Farben vorgeben, den Blinkrhythmus und ähnliches. Das Ganze funktioniert wohl auch ein bisschen mit Sounderkennung. Ist also ein ganz nettes Späßchen für unterwegs. Die technischen Daten sind etwas unauffälliger. Wir haben ein 5,2 Zoll großes HD-Display. Wir haben eine Mittelklasse MediaTek SoC verbaut. Wir haben eine 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Kann man ja ganz gut sehen. Und auch nochmal die LEDs, jetzt in einem anderen Muster. Wir haben 16 GB internen Speicher, wir haben 2 GB Arbeitsspeicher. Und das Ganze soll 199 Euro kosten. Der Verkauf startet bereits im zweiten Quartal. Es gibt auch ein paar Zubehörsachen, die das Ganze noch mal ein bisschen aufpeppen sollen. Ist mit Sicherheit ein sehr auffälliges Gerät. Wie praktisch die LED-Rückseite ist, muss jeder für sich bewerten. Aber man fällt damit auf.